Wer hat in der UFC eigentlich am meisten zu melden? Die Doku verrät es uns. Und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Die UFC hat eine neue Doku rausgebracht. Nicht für uns Deutsche, sondern vor allem für die Amis. In den USA könnt ihr euch bei Roku jetzt nämlich eine UFC-Doku anschauen. Doku auf Roku. Ich dachte immer an so ein dubioses Ding, was du dir für Fire TV installierst. Aber scheinbar haben die jetzt auch einen eigenen Sender und sind professionell geworden. Und diese Doku zeigt uns vor allem eine spannende Sache. Und zwar, wie krass viel Hunter Campbell eigentlich im Hintergrund der UFC macht. Es gab so viele verschiedene Szenen. Aljamain Sterling wollte nicht gegen O'Malley kämpfen. Zack, er redet mit Hunter. John Jones verhandelt mit der UFC über den Fight gegen Stipe. Wer hat ihn eingetütet? Hunter. Dana White war gar nicht dabei. Ja, die haben das auf dem Parkplatz im Auto, haben die diesen Deal eingetütet, bevor es offiziell gemacht wurde. Hunter hat Dana dann nur Bescheid gesagt. Charles Oliveira fällt aus gegen Islam Makhachev. Wer zeigt es Dana White? Hunter. John Jones fällt aus für UFC 295. Wer schlägt Dana vor, dass man Charles Oliveira vs. Makhachev bucht? Und wer telefoniert dann mit Charles Oliveira für den Fight im November? Das ist auch Hunter. Und das finde ich doch so wahnsinnig spannend. Ach so, eine Sache noch. Wer hat John Jones gesagt, wie lange er eigentlich ausfallen wird, weil er vor John Jones wusste, wie es um seine Verletzung steht? Auch Hunter. Jetzt möchte ich eine Sache aber noch betonen. Ja, und zwar, Hunter ist nicht der Boss, sondern wenn Dana White keinen Bock hat auf irgendwas, dann hat er keinen Bock. Und dann kann Hunter die Sache so geil finden, wie er will. Dana vertraut diesem Mann aber. Und ich glaube, dass das auch derjenige ist, der eines Tages Dana White seinen Posten übernehmen wird. Klar gibt es ja noch die Matchmaker und die berichten an Hunter und Dana und bei dem wichtigsten Ding ist Dana dabei. Aber Dana selber geht nicht mal ins Telefon wahrscheinlich für John Jones, ich glaube für McGregor schon. Ich glaube Dana macht die McGregor-Deals tatsächlich noch selbst und mit seinen Fertitta-Freunden. McGregor sagte vor wenigen Wochen erst, dass es Fertitta, einer der Fertittas ist, mit denen er verhandelt. Aber für alles andere haben wir Hunter Campbell. Ursprünglich immer nur als Anwalt der UFC bezeichnet, sehen wir ihn mittlerweile auch immer bei den Face-Offs. Er ist immer dabei, er steht immer irgendwo im Hintergrund. Er ist die rechte Hand von Dana White und auch wahrscheinlich derjenige mit dem meisten Einfluss. Wie gesagt, nicht verwechseln. Der Boss ist immer noch Dana. Und wenn Hunter zu Dana kommt und sagt, Dana, Jones gegen Stipe fällt aus im November, aber ich habe schon für Ersatz gesorgt, Oliveira vs. Makhachev. Und wenn Dana Nein sagen würde, ergibt ja keinen Sinn, aber wenn es würde, dann würde der Fight auch nicht stattfinden. Ein ganz guter Punkt, wann wir gemerkt haben, dass Dana tatsächlich was zu melden hat, war, als es um die UFC 300 Boni ging. Irgendjemand hat in den Raum geworfen, Dana, mach doch den Bonus bei 300.000. Und da geht's um Firmenfinanzen, ja, also um da ein Wörtchen mitzureden, musst du schon was zu melden haben. Und Dana hat ohne Probleme, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt, okay, bupp, statt 50 gibt's jetzt 300.000. Dana bleibt Boss, aber merkt euch diesen Hunter Campbell, denn es kann gut sein, dass in 5 Jahren nicht mehr unser Lieblings-Dana White auf der Post-Fight-Pressekonferenz sitzt. Ich würde das super schade finden. Es könnte sein, dass es dann Hunter Campbell sein wird. Der Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht, ja, der Mann, der verhandelt. Der Mann, der dich anruft, wenn du ein großer Name bist und er einen Fight für dich hat. Der Mann fürs Grobe. Das ist Danas Mann fürs Grobe. Kanntet ihr Hunter Campbell schon und wart überrascht, als ihr diese ganzen Clips gesehen habt? Die gibt es ja jetzt zuhauf auf Social Media. Wie wenig Dana White eigentlich selber macht. Dana hat das 20 Jahre lang gemacht. Ja, ich glaube genau das, was Hunter jetzt macht, dieses Anrufen und hin und her und so und sagt, das hat Dana 20 Jahre gemacht. Und jetzt hat er einfach jemand, dem er vertraut, in der Hinsicht. Und das letzte Wort, es hat immer noch er. Außer natürlich, da kommt die TKO-Gruppe. Also ich glaube, im offiziellen Ranking hat The Rock aktuell mehr zu melden in der UFC als Dana White. Aber das ist nur die Theorie. In der Praxis passiert das natürlich nicht. Leute, schreibt mir eure Meinung gerne unten rein. Danke für euren tollen Support. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.